und herzlich willkommen zurück zu Medieval Dynasty, meine Lieben. Ich bin die Heartbeat Gaming und wenn euch gefällt, was ihr seht, ja, dann lasst mir doch ein Like da, lasst mir einen Kommi da oder vielleicht auch ein Abo. Ja, wir hatten Sturm, ne? Wir hatten Sturm in der Sommernacht, also vom Sommer auf den Herbst. In der Nacht hatten wir Sturm. Deswegen habe ich immer noch einen Hammer in der Hand. Ich muss gerade mal gucken hier. Hallo. Weiß nicht, was nehmen wir denn da? Quatsch, das will ich doch gar nicht gucken. Ich will gucken, wo. Machen wir es so. So. Ja, auch das wollte ich nicht, aber egal. So, wollt mal gucken. Haben wir denn repariert? Habe ich überhaupt repariert? Habe ich Stroh geholt? Alter, warum bin ich denn so vollgeladen hier? Hab den Rucksack vollgeladen? 39 Kilo? Was zur Hölle haben wir denn hier drinne? Fleisch, 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 Fleisch. Ja, Karotten, vergammelte Suppe. Wir haben vergammelte Suppe hier drin. Nein, nein, nein und nochmals nein. Wie ihr sehen könnt, ne, seht ihr da, da, ne, ich hier. Ich habe es tatsächlich nochmal mit Greenscreen probiert, weil das ein übliches, nein, oder ein leidiges Thema in meinem, mit meiner Kamera ist. Vielleicht geht's jetzt. Ja, zumindest jetzt erstmal, ne? Ich habe da wieder hin und her geschraubt und gemacht und gedacht, ja, gib doch mal hier die Stöcke hier. Und hab versucht, das bestmögliche Ergebnis rauszuholen. Ja? Aber irgendwie will das immer alles nicht so, wie ich das gerne hätte. Aber egal. So, und ich bin außerdem jetzt auch rechts unten anstatt links oben. Ne? Weiß nicht, ob das gut ist oder so. Das Einzige, was ich da verdecken würde, ist halt eben die Anzeige von den Werkzeugen, die ich habe. Gut, und dann wollen wir mal gucken hier. Was ist denn hier? Wir haben... Alter Schwede, warum haben wir vergammelte Suppe hier drinne? Das ist die 25% Suppe gewesen, ne? Die drei Stück, die ich noch in der Kippe hatte. Das sind nämlich drei Stück hier. Ach, scheiße da, ganz ehrlich. Mega. Huch, nein. Ich muss da erstmal ausräumen hier. Hör doch mal auf hier. Bring mich doch hier mal nicht ganz durcheinander. Ein Haufen Fleisch und die Möhren. Röhrenpilz, vergammelte Suppe. Ja, gut, okay. Also ich denke, dass wir jetzt auch wieder laufen können. Und dann muss ich erstmal hier rein. Und muss erstmal... Ja, hier haben wir auch noch Platz. Dann werden wir mal die Möhren... Die schönen Möhren, die wir gerade noch retten konnten, werden wir mal hier reintun. Und das Fleisch werde ich auch mal hier reintun. Warum ich hier so kleckerweise Fleisch im Rucksack habe, ist mir absolut schleierhaft. Aber nun gut, wenn es so ist, ist es so. So, haben wir jetzt noch irgendwas Überschüssiges hier? Oder Überflüssiges ist vielleicht der bessere Ausdruck. Ein Röhrenpilz habe ich jetzt noch und vergammelte Suppe. Immer noch. Meine Fresse. Da wir aber sowieso essen müssen... Ach, das ist, weil das... guck mal an, weil das unterschiedliche Prozentzahlen hat. Deswegen habe ich das hier so komisch. Oh, Leute, Leute, Leute. Ach, komm, hör aber auf hier. Das geht doch gar nicht. Den packen wir mal noch rüber. Und die packen wir auch weg. So, und dann brauche ich hier was zum Essen. Wir haben... Unser Kohl ist vergammelt. Gut, ich meine, das geht uns nicht verloren, ne? Weil wir ja halt eben auch in der Scheune können wir da halt eben Dünger von machen. Das ist gar nicht so schlimm. Scheune. Haben wir überhaupt eine Scheune? Och, ich habe doch keinen Plan. Ganz ehrlich. Ich muss gerade mal gucken. Wir haben einen Jäger eingestellt, der wo rumzickt. Ne? Ich will lieber in der Nähe reiben. Ja, gut, okay. Wo ist denn der überhaupt? Der ist bestimmt wieder auf Kneipentour oder so. Ne, das ist seine Hütte. Ich will in die Jägerhütte. Will mal was gucken. Leder und Pelz hat er hier drin. Fleisch hat er hier gar nicht drin, weil... Ich meine, der geht ja auch jagen, oder? Ja gut, aber was machen wir denn heute? Wenn mit dem Jäger können wir nicht unter die Arme greifen. Der macht sein eigenes Ding. Taverne. Wir können kochen. Der Jäger, Moment, der hat ein eigenes Häuschen. Geh mal weg da. Dann haben wir hier das Essenslager. Wie sieht es da mit dem Essen aus?
87% Zustand. Ja, aber er ist. Also er ist. So ist das nun nicht. Hätte ja sein können, dass er da irgendwie nicht ist oder so, aber das tut er. Ja, gut. Ne? Wie viel Uhr haben wir? Wartet, lasst mich Logi-Logi machen. Es ist 2 Uhr mittags. Lasst uns zu Liebchen gehen. Auch das muss gemacht werden. Wir müssen weiterhin einen Graben um die Gute laufen, bis die endlich mal ja sagt. Ist schade eigentlich, dass die so mürrisch geworden sind und so abweisend, hätte ich beinahe gesagt, ne? Dass die halt eben ständig nur am Motzen sind, ne? Und man sich wirklich überlegen muss, was man sagt. Aber ich gehe einfach mal hin. Waren wir heute schon da? Oh, Leute, weil ich habe im Vorfeld, also im Voraus aufgenommen. Und ich habe jetzt 2 Tage lang nichts gemacht. Und ich bin halt eben viel beschäftigt zwischendurch. Und es ist mir einfach entgangen, ob wir bei Inga gewesen sind oder nicht. Ich weiß es nicht. Wir werden es gleich sehen. So, ja, nee, hier geht's lang. Wo ist die Inga? Das ist die Ida. Was war das jetzt? Was waren das für Geräusche? Ach, das ist Fallibor, ist das, der halt eben da arbeitet. Nee, Inga ist da oben und ich glaube, wir waren bei der heute schon, oder? Oh, guck mal. Oh, aber 500 Tacken. So ein Küken. Inga, waren wir heute schon bei dir? Du siehst heute wunderschön aus. Dankeschön. Du siehst auch gut aus. Wie gesagt, ich kann es nicht sagen, ob ich gut aussehe, weil ich nicht weiß, wie ich aussehe. Hast du schon mal gesagt, dass du schöne Augen hast? Ja, das hört sich auch gut an. Glaubst du wirklich? Vielen Dank. Ja? Na, wer hört sowas denn nicht gerne, ne? Meine Dame, ich komme nicht umhin, deine wohlgeformte Figur zu loben. Meine Dame, du scheinst leistungsfähig zu sein. Jawohl. Nein, ich denke mal, das ist in Ordnung so. Wie sieht's denn aus? Hast du einen Moment Zeit? Ja, alles klar, alles klar. Wie viel Kohle haben wir denn eigentlich? How much Yelde wir haben? Ja, 36 Dukaten, hätte ich beinahe gesagt. So, und in Gostovia... Ja, alter Schwede, wir müssen immer noch einen Fuchs jagen. Ich muss echt mal nach der Dings gucken. 1, 2, 3, was, wo haben wir denn die Speere? Speere haben wir hier. Weil wir müssen den Fuchs noch jagen. Also würde ich sagen, wir gehen jetzt mal auf Fuchsjagd und zwar nach da hinten. Denn ich habe gesehen, beziehungsweise gehört, gesehen habe ich sie nicht, dass es da hinten auch Füchse gibt. Also machen wir das mal. Dann gehen wir mal dahin, dass wir wenigstens die Quest fertig kriegen und dass es dann halt eben weitergeht. So. Da ich leider zu nichts gekommen bin, konnte ich auch keine Messer herstellen oder sonst irgendwas. Weil ich echt keine Zeit dazu hatte. Ne? Also müssen wir es jetzt so nehmen, wie es ist. Wir haben kein Geld. Und dann ist das eben so. Was wir machen können, wir können gucken, wir haben ja 3 Felder vorm Haus. Aber ich glaube, wir haben keinen Dünger, ne? Darum ging es, glaube ich. Wir haben keinen Dünger. Und warum laufe ich da ins Dorf? Da hätte ich am Dorf vorbeilaufen können. Depp. Und ohne Dünger können wir ja nichts pflanzen. Genau. Ja, also muss ich tatsächlich erst Messer basteln, damit wir uns Dünger leisten können. Und dann können wir, wenn wir Herbstgemüse haben, was wir anpflanzen können, ich glaube, Kohl haben wir, glaube ich, noch ein bisschen was, können wir das dann auch nochmal anpflanzen. Aber ohne Dünger ist es nichts. So, irgendwo hier gab's Füchschen. Ich habe sie gehört, als ich vorbeigelaufen bin. Also nicht auf der Map hier, sondern auf meiner Map. Gesehen habe ich sie nicht. Na, gespannt. Da ist ein Schwein, mit dem will ich jetzt nichts zu tun haben. Irgendwo waren hier Füchse. Aber ich weiß nicht wo.
Das ist der Weg, ne? Ja. Da ist ein Reh. Blind und taub. Ach, wie schön. Hallo. Hallo, Reh. Du Summe Dau, du. Ehrlich. So, mal gucken. Also, hören, ne? Die hört man nämlich erst. Und ich habe sie nur gehört. Und aber ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht, wo die jetzt sein könnten. Wäre schön, wenn wir jetzt einen finden, damit wir das endlich abschließen können, da. Jetzt wird doch schon wieder dunkel, oder? Ach, komm schon. Schön. Super, ich weiß nicht. Was? Was war denn das jetzt? Ich bleib besser im Tal. Das ist jetzt mein... Ah, Moment. Hier ist, glaube ich, die Map zu Ende, ne? Ach, ja, klar. Ja. Ja, gut. Gehen wir eben wieder zurück. Irgendwo werden wir schon Füchse finden. Denn ich glaube, da hinten, wo wir gewesen sind, sind keine mehr. Nee, glaube ich nicht. Da waren, glaube ich, nur zwei Stück. Ja, schade eigentlich, meine Herren. Hallo. Rehe. Da ist einer, meine Lieben. Da ist einer. Ah! Huch. Na? Ach komm, Schatzi, bitte! Oh Mann, oh! Nein! Ist das denn zu fassen? Guckt euch das erstmal an! Ich treffe den doch nicht. Ich will doch keinen Stock. Ich will einen Speer. Ja, und jetzt beißt er mich gleich. Hau ab. Nein. Oh. Oh, süß. Oh nein, komm, hör auf. Macht der denn gar nichts oder was? Oh, komm schon, komm schon. Ach, komm schon. Und ich beschwer mich über unseren Jäger. Ne. Komm, hör auf hier. Ach, Mann. Was, platziere ein Feld und baue eine Scheune? Leute, wir haben doch schon Felder platziert. So, jetzt muss ich erstmal die ganzen Speere wieder einsammeln. Ach, Mann. Reh, geh mal weg da. Ich brauche mal meinen Speer. So, und hier ist noch einer. So. Gut, ich meine, wir können auch noch ein Feld platzieren. So ist das nun nicht. Oh, jetzt haben wir womöglich auch hier den einzigen und den... Nee. Ich habe hier jetzt gerade noch einen Fuchs... Fuchs gehört, sag ich doch. Nee. Dich will ich nicht. Oh, ich weiß nicht, habe ich dein... Oh, da ist noch einer. Guckt mal. Ja, nee. Gut, ihr seid noch zu zweit. Dann können sie sich wenigstens noch vermehren. Ach, Mann. Na gut. Jo, dann schmeißen wir uns jetzt ins Wasser. Ich sehe das immer nicht. Ich sehe die Uhr nicht. Dann werfen wir uns jetzt nochmal ins Wasser und dann trinken wir noch was. Dann essen wir noch was. Und ja, vielleicht, wenn das Questbestand ist, dann müssen wir halt eben auch nochmal ein Feld bauen. Hilft ja nur alles nichts. Weil das ist ja schnell gebaut. Da, das ist ja nicht schlimm. So, komm, trink erst noch was. Sehr schön. Zu essen haben wir nichts in der Kippe, ne? Oder? Nö.
Zeig mal. Ja, nee, Fleisch. Ach, von dem Füchschen. Ach, nee, komm schon. Ja, nach Hause. Und dann... Ja, setzen wir noch ein Feld hin. Ne? Und dann, jo, dann sind wir auch schon wieder fertig. In 20 Minuten kann man hier nicht wirklich viel rocken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Das ist, wenn man halt eben, ne, wie jetzt halt eben die Quest fertig machen, da muss man halt eben ewig weite Wege laufen, damit man die Tiere auch findet. Es sei denn, und das habe ich nicht gemacht, kann man ja machen. Ich glaube, es gibt sogar Pläne dafür, wo welche Tiere zu finden sind hier in dem Game. Aber da habe ich nicht nachgeguckt, wirklich nicht. Die Füchse hier hinten, die habe ich wirklich nur durch Zufall, ne, weil ich auf einer anderen Map unterwegs bin, privat. Und da habe ich sie auch nur gehört und nicht gesehen. Hm, unser kleiner Ritter. Okay. So. Eine Scheune sollen wir noch bauen. Okay. Aber ich glaube, da haben wir gar nicht mehr genügend Holz für, oder? Ich weiß es nicht. Denn die Rundhölzer haben wir ja jetzt alle gebraucht, ne? Für... Wir haben noch ein Haus gebaut. Für den Jäger, ja. Weiß jetzt gar nicht. Ne, jetzt müssen wir mal nach Hause. Und dann muss ich erstmal... Ich glaube, da müssen wir erstmal pennen gehen, damit wir wieder was sehen. Doch. Ach Gott, nee. Ich habe gedacht, wir wären schon vorbeigelaufen. Ne? Nee, wir müssen erst ins Bett. Ja, ja. Hör doch auf, so zu japsen. Ach, Mann. So, warte mal. Fackel an. Feuer an. Fackel weg. So, dann müssen wir mal gucken. Dicke Suppe, dann nehmen wir uns gleich mal zwei Stück. Zwei. Zwei. Dankeschön. Und dann werden wir auch gleich mal essen. Und wenn wir dann eine Scheune gebaut haben, dann können wir in die Scheune das verdorbene Zeug reinmachen, ne? War doch irgendwie so. Glaube ich zumindest, ne? Dass man da dann halt eben, so. So. Gut. Dass man da dann halt eben Dünger von machen kann. So. Okay, so. Jetzt lass uns mal gucken, wie viele Rundhölzer haben wir denn da oben liegen. Da ist noch ein 9er-Stack. Warte mal. Genau, 9 und 6. Also 15 Stück haben wir noch. Da wird man noch eine dicke, fette Scheune hinkriegen. Die Frage ist, wo? Ne? Weil wir ja gar so viel Platz haben. Hier, die Scheune sollen wir bauen. Okay, gut. Gut, dann tackere ich mir mal 10 Rundhölzer. Emme hier und die müssen wir nehmen. Die muss ich aber sofort splitten. Ja, 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 ja. Sonst wird's nichts hier. Da müssen wieder 6 Stück raus. Was? Machst denn? Nein. Hier. So. So. Ach so. X. X. 6 Stück raus. So. Nein. 5 Stück raus. Damit. Wir brauchen 10. So. Und trotzdem so unglaublich überladen. Das wird doch jetzt lustig mit dem Rumlaufen. Naja, geht noch so einigermaßen. Die Sache ist, uns werden wahrscheinlich auch wieder 1000 Bäume im Weg stehen. Nee. Gott. Ob man sie gerade mal... Nee, das ist der Hammer, das ist die Axt. Ich werde mal den Baum hier wegnehmen. Das hätte ich mir mal überlegen sollen, bevor ich die Rundhölzer aufgelesen habe. Ne, weil... Das kann ich doch jetzt gar nicht mehr schleppen. Ne, ein bisschen näher ran, bitte. So, und das muss ich wegmachen. Wo ist die Schaufel? Die ist auf der 7. So, und dann kann ich nämlich jetzt schon... Das sind 4, oder? Ahorn gibt normalerweise 4. Wieso liegen hier nur 3? Ist das eben so? Ja, kann ich nicht ändern. Ja, meine Lieben, nicht so eine produktive Folge gewesen. Wir haben die eine Quest fertig gemacht. Ja, wir wollten jetzt gerade noch eine Scheune hinstellen. Das schaffen wir aber nicht mehr. Müssen wir in der nächsten Folge machen. Es muss auch manchmal so sein, ne, dass halt eben ganz normale Bodengänge gemacht werden. Und dann geht es dann auch irgendwann weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss!